und willkommen zu meinem neuen Vlog heute. Julian ist schon fleißig dabei, den Weihnachtsmann umzubauen. Was möchtest du machen? Ein Instagram-Bild? Nein, nicht. Halt jetzt einfach um. Du musst das Ding... Okay, das machen wir auf jeden Fall jetzt gleich. Aber ihr wisst ja, bevor das Video startet, gibt es erstmal eine Verlosung. Ich habe mir gedacht, ich habe doch hier so drei wunderschöne große Beauty-Pakete. Und in diesem Video gibt es für meine Abonnenten ein Beauty-Schminkpaket zu gewinnen. Hier sind auf jeden Fall ganz viele riesengroße Sets und Paletten, Pinsel, Schminke, alles Mögliche. Und dazu kommt noch dieser Schminkkoffer, auch nochmal so ein komplettes Set mit allem, was das Herz begehrt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur dieses Video kommentieren. Mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil. Und falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich auch gerne machen. Der Link dazu steht unten in der Infobox. Julian, kann ich dir irgendwie helfen? Okay, guck bei Julian auf Instagram vorbei, der postet das. Es ist online. Soll ich den so hochheben? Ja, mach mal. Julian, nein, man sieht das Gesicht von dem nicht mehr, sieht scheiße aus. Juli, ich möchte mich nochmal bei dir entschuldigen. Ja. Ich habe was ganz, ganz Dummes gemacht. Ich habe heute Nacht das Video geschnitten, beziehungsweise eigentlich nur die letzte Szene vom Video. Ja, weil ich alle Videos schneide. Und dann ist der Julian aber eingeschlafen. Ich habe ihn natürlich zum Probegucken nicht geweckt. War ja auch nur noch die letzten 2 Minuten. Dann habe ich das Video exportiert und hochgeladen. Und ja, ist ja auch egal. Bibi hat mich auf jeden Fall so ungünstig gefilmt, dass man so unter die Bettdecke filmen konnte, sehen konnte und ich da so in Unterhose liege und mein ganzer Arsch und alles rausguckt. Und das heißt, in einem letzten Vlog sieht man dich in Unterhose. Ich fand es halt einfach jetzt nicht so cool. Es tut mir leid, das war keine Absicht. Ich sehe schon, wie alle jetzt auf das Video gehen und sich jetzt nochmal extra... Ich verlinke es euch hier oben in der Info gehabt. Du Arschloch. Super, dann danke, dass das so spontan klappt. Alles klar. Danke sehr, tschüss. Hast du jetzt ein Kino bestellt? Nicht dein Ernst. Wir haben heute Abend ein Kino! Ich habe ein ganzes Kino gemietet. Also... Wir haben eine Popcornmaschine, wir haben eine Nacho-Maschine, wir haben richtige Kinosessel, wir haben einen Beamer, wir haben einen Eingangsbereich mit rotem Teppich, wir haben so eine Abtrennschnur, dass man nur ins Kino kann, wenn man auch eine Kinokarte hat. Wir müssen uns Kinokarten basteln. Wir brauchen Leute, die zu uns ins Kino kommen. Das ist so cool! Ey, Leute, guckt euch unsere Wohnung an. Die sieht noch normal aus. Gleich ist es ein Kino. Scheiße, wir müssen noch roten Stoff besorgen, damit wir so einen Vorhang so... Bei einem Kino ist doch auch... Also, komm. Okay, warte, ich fasse zusammen. Wir haben jetzt 17 Uhr und Bianca möchte die Wohnung zu einem Kino bauen. Ja, das ist voll cool. Wir sind jetzt im Parkhaus angekommen, weil wir jetzt hier Stoff kaufen möchten und haben uns jetzt gerade noch bei einer Privatperson zu Hause einen Beamer geliehen, den wir morgen wieder abgeben müssen. Krass, alles für einen Film. Ja, aber wir wollen doch, dass es perfekt wird und irgendwie habe ich voll Spaß an so Videoprojekten oder wir beide halt. Ja, das macht so. Mir so... Aber als Zwischenstand, wir haben 18.30 Uhr, ne? Das ist schon Baller. Wir gehen jetzt einfach, bevor der Stoffladen zumacht, der hat nur noch eine halbe Stunde auf. Macht er zu. Das ging aber schnell. Ja, bin den Schwung. Okay, also ich rufe jetzt die Julia mal an. Achso, ich rufe die an, um... Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. Bist du gerade in Köln? Ja, wir sind gerade einkaufen. Was macht ihr denn später? Wir haben jetzt noch nichts ganz konkret vor. Ich könnte dir vielleicht auch ein bisschen länger heute. Ja, da muss ich mal Jonas fragen, aber ich glaube schon. Das ist sehr gut, weil wir wollten fragen, ob ihr vielleicht Lust habt, später mit uns ins Kino zu gehen. Weil wir haben da so ein ganz neues Kino entdeckt. Das ist mega. Wo ist denn das? So 20 Minuten im Auto ungefähr. Muss ich dir gleich nochmal... Ich suche das gleich mal raus, genau. Ja, das, sehr cool. Das ist auf jeden Fall echt mega geil. Also es wäre voll cool, wenn ihr Bock drauf habt. Okay. Ja, tschüss. Scheiße, wir wissen, wie das Kino heißt. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Wir müssen uns einen Namen ausdenken. Ja, warte mal, dann... Wo soll das denn überhaupt sein? Und dann sage ich einfach, die sollen uns abholen oder so und dann kommen sie hier hoch und erleben das Wunder! Also, unser Plan ist es, den Beamer so aufzubauen, dass die weiße Wand unsere Leinwand ist. Darauf wird der Film dann projiziert. Ich habe nämlich noch 2 Schrauben und ich habe hier auch eine neue Bohrmaschine. Da mache ich rechts und links ein kleines Loch rein. Was? Du machst keine Löcher mehr? Zur allergrößten Not, damit der Vorhang hält. Aber was ist denn das für ein Scheiß-Kino? Ja, hoch halt!
Ach, Junge, Junge. Leute, das ist doch kein Kino. Das wird der Hammer. Dieses Mädchen macht mich bekloppt. An. Oh nein, das ist nie bestimmt. Sag nicht, der ist da. Hallo? Okay, ja, die sind da, Julian. Einfach hier so dran. Mega. Kann man das jetzt auch auf und zu machen? Nee, sie nicht. Oh, da ist ein bisschen zu lang unten. Sollen wir es abschneiden unten? Okay, Leute, es steht schon einiges. Ich gehe jetzt gleich mit euch ins Wohnzimmer. Hier sieht's aus wie auf einer Baustelle. Wir müssen jetzt erstmal den zweiten Teppich, der liegt im Flur, Julian. Den müssen wir jetzt zuschneiden, damit wir hier im Flur quasi so einen roten Teppich haben. Der, nee. Okay, Leute, ich würde sagen, wir bereiten das Zimmer jetzt mal richtig vor und wenn wir fertig sind, dann sagen wir euch Bescheid und dann zeigen wir euch mal alles. Wir müssen uns jetzt beeilen. So Leute, jetzt habe ich sogar Kinotickets gebastelt und ausgedruckt, die man sogar hier an der Seite abreißen kann. Junge, das wird geil! Am allergeilsten finde ich ja, dass die beiden der festen Überzeugung sind, dass wir jetzt wirklich ins Kino gehen, ne? Die haben mir sogar schon nachgefragt, welches Kino. Das ist ja wohl mal 100-mal geiler als jedes Kino. Und? Vor allem, wenn du kein Eintrittsticket hast, dann kommst du mit rein. Dann stelle ich mich gleich mit den Tickets hier hin. Hoppa! Da ist die Popcornmaschine, da ist die Zuckerwattmaschine und jetzt kommt da noch der Nacho-Wärmer hin. Hallo! Ich wollte mal fragen, wie es bei euch aussieht, weil wenn das für euch passt, dann könntet ihr vielleicht um 15:45 bei uns sein. Geht das? Ja, das klappt. Ja? Okay, sehr cool. Dann kommt erstmal ganz kurz hoch, ja? Okay, alles klar. Bis gleich. Tschüss. In ihrer Stimme? Man merkt, da stimmt irgendwas ist nicht. Echt so. Aber sie macht's einfach. Ich leg euch mal kurz auf die Popcornmaschine. Warum ich eine Popcornmaschine im Wohnzimmer habe? Morgen wird das Kino rausgebaut und wir bauen eine Golfanlage in unsere eine Wohnung. Golfanlage mit alles voller Rasen, alles voller. Gut, dass wir dachten, machen wir mal ganz simple, unaufwendige Vlogs. Bauen wir ein Kino, bauen wir eine Golfanlage. Die Golfanlage wird sogar noch heftiger in der Einrichtung. Okay, Leute, ich habe gerade schon angefangen, die Nachos zu befüllen. Wir haben jetzt echt nicht mehr so viel Zeit. Die Popcornmaschine muss laufen. Junge, Junge, zieht euch das rein. Das ist alles Mais. Ich habe schon Zuckeröl abgefüllt. Jetzt muss ich hier noch den Mais reinfüllen. Und dann mache ich die Popcornmaschine an. Ich bin echt gespannt, wann da jetzt Popcorn rauskommt. Das erste Popcorn! Zieht euch die App. Alter, was ist denn da los? Wenn diese ganze Aktion hier keinen Daumen nach oben verdient hat, dann weiß ich wirklich nicht weiter. Okay. Dieses Video... Oh, scheiße, halt mal schnell fest! Was? Bin sprachlos. Wow, krass. Wie geil ist das denn? Ihr müsst sehen, dass der Fer... Oh, sie kommt! Hier, die Eintrittskarten! Ich muss doch eigentlich noch ein Popcorn machen, oder nicht? Ah, das ist Begrüßungspopcorn. Ah, scheiße, egal. Ich mach ihn. Einmal. Und jetzt noch die Augen zu. Okay. Aber auf! Wir haben nur für heute Abend ein Kino gebaut. Ihr seid doch so bescheuert. Oh mein Gott. Oh,
Boah, ich komme auf mein Leben nicht klar. Das war's mit diesem Video. Ich find's mega geil. Bitte gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr diese spontane Aktion gefeiert habt. Ich finde, es ist richtig geil geworden, oder? Es ist voll das Erlebnis gewesen. Wie viel Uhr haben wir? Es ist krank. So spät. Wir haben nicht einfach so wirklich so getan, als wenn wir einen Film gucken. Wir haben wirklich einen Film geguckt. Wir haben 4:30 Uhr, wir haben halt echt einfach einen Kinofilm geguckt. Danach haben wir noch mega lang geredet, jetzt sind die beiden gegangen und wir chillen jetzt noch ein bisschen hier, ne? Das Video muss jetzt geschnitten werden. Morgen wird das Ganze ja schon wieder abgebaut, morgen früh. Oh, ich würde so gerne hier einfach weiter. Ich weiß, ich finde es auch richtig geil. Vor allem die Popcorn-Maschine. Oh mein Gott, diese Popcorn-Maschine. Okay, es ist so spät. Das Video muss noch geschnitten werden. Wir müssen morgen richtig früh raus, weil morgen muss das alles raus. Und dann bauen wir diese Wohnung zu einem Golfplatz um. Und ich glaube, das wird auch richtig Bombe. Also seid unbedingt morgen um 14 Uhr dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ich muss dieses Video nämlich jetzt noch schneiden. Bis morgen. Du bist der Beste auf der Welt. Morgen um 10 Uhr kommt unser Sport. Nein, wir müssen das absagen. Ich kann nicht wirklich. Doch, wir müssen absagen. Ich kann es nicht.